Jo Leute, willkommen zurück zu Evolve Phase 2 und wir spielen den Renegade Ape. Und zwar spielen wir ihn auf Wetterstation übermächtig. Und für alle, die es nicht wissen, das ist eine Map, auf der man 5 Boni gleichzeitig haben kann. Und halt überall so spezielle Viecher rumlaufen. Und die bleiben auch permanent, die Bonnie. Und ihr werdet es gleich sehen. Also ich habe da schon ein, zwei Runden drauf aufgenommen. Die gibt es nicht im Ranked, weil das einfach Maps sind, die Survivor, wollte ich jetzt sagen, die Hunter eigentlich nahezu immer gewinnen. Also da müssten die Hunter schon richtig blöd handeln und das Monster direkt doomen. Damit das Monster da eine Chance hat. Und das Monster muss am besten schon Stufe 2 sein, bevor er die erste Kuppel runtergeht. Und die Hunter dürfen halt, wie gesagt, kaum irgendwie Bonnie haben, weil das macht die Hunter da so extrem stark. Ich werde als Renegade Ape werde ich natürlich nur auf Damage setzen, wobei ich am Überlegen bin, ob ich nicht sogar Defense nehme. Aber eigentlich als Assault. Obwohl. Ja, schneller laufen, mehr fliegen. Red. Okay, cool. Kannibalen. Der da hinten. Welcher ist das? Ist das der Herrscher da hinten? Mal gucken. Ich spiele im Übrigen den Blutadler, wie man vielleicht schon an den Händen sieht. Und zack. Wo haben wir denn hier rote Bonnie? Sag mal bitte, dass die nicht allzu schwer zu finden sind. Also ich mag den Renegade im Übrigen. Ist eigentlich mein Lieblings-Assault. Und erledigt. Und wunderbar. Das, was der Renegade braucht. Nein, sammelt erstmal die Bonnie ein. Also es macht sehr, sehr viel mehr Sinn, die Bonnie einzusammeln. So. Ja, logisch! Sammel die Bonnie, du Idiot! Ach, warum greift ihr den denn jetzt schon an? Der kann nie im Leben so schnell die Bonnie sammeln wie wir. Oh, Idiot. Idiot. Euch ist bewusst, dass der hier lang ist? Ups. Ja. Da kriege ich Damage. Und. Ja. Ich hab doch gepinkt. Seid ihr denn bescheuert? So. Da habt ihr euren blauen Bonus, wenn ihr den unbedingt haben wollt. Aber ja, Albinos gibt es hier wie Sand am Meer. Und der Vorteil ist halt, er kann nicht so speziell auf eine Sache gehen, wie wir das machen. Deswegen, die Bonnie machen das hier so extrem vorteilhaft für uns, was das Monster einfach nicht kann. So. Ach, die holen einfach irgendwelche Bonnie. Hi. Drin. So, mal gucken. Mal gucken.
Wo ist der überhaupt? Ach, da oben hockt er. Da oben hockt er. So, einmal Angriffs-Debuff. So, da hinten rein und so. Drauf. Da hinten rein. Ja, lunz doch einfach da rein. So. Lasst ihn doch rauskommen. Ups. Ach, der hat einen ganz nervigen. Ja, genau. Einfach so ein bisschen. Ach, echt? Moment, da oben. Und jawohl, erwischt. Und zack, jetzt machst du sowieso keinen Damage mehr. Und wir erhöhen den Schaden nochmal gegen dich. Oh, habe ich sogar getroffen. Tja, da ist leider kein Durchkommen für dich, Kollege. Und hallo, hallo, hallo. Zack, da drückt's nochmal schön Damage. Und zack. Und zack. Ja, ich weiß. Zack. Erstmal den Damage reduzieren, den du drückst. Und jetzt einfach hinterher. Da muss man wirklich den Vorteil nutzen, den die Jäger hier haben. Das tun die anderen überhaupt nicht. Da hat einer. Also normalerweise der Trapper sollte auf jeden Fall auf Blau gehen. Damit rennt er schneller, hat mehr Boost und kommt damit auch weiter. Und hat. Verpiss dich. Verpiss dich. So. Und hat halt die Defense. Die einfach so geil sind dann. Und Support weiß ich gar nicht. Also gelb ist, glaube ich, dass die Fähigkeiten schneller laden. Ach, keine Ahnung. Der hat alles irgendwie. Hallo, sehr schön. Da ist noch ein roter. Okay. Und jetzt habe ich 5-mal Schaden. Ja. Sehr schön. Schick mal Gobi hinterher. Wo ist eigentlich unser Heiler? Jawoll. Boom. Boah, 48 pro Schrapnelle. Erstmal den Damage erhöhen, den wir drücken. Den Damage senken, den du drückst. Nochmal den Damage erhöhen, den wir drücken. Und dann die Giftkanone drauf. Und zack. Ah, hat, glaube ich, nicht gereicht. Zack. Und die drauf. Und gib ihm. Und einmal die volle Ladung. Shit. Die volle Ladung, shit. Zack, da hinten. Ja, getroffen. Und nochmal die. Mehr kann ich leider nicht tun. Der Heiler sollte natürlich auch auf Schild gehen. Weil, ganz ehrlich, wenn der Assault. Wenn der Assault auf Rot geht, dann, kriegt er genug Schaden drauf gedrückt für 4 Jäger. Für 5 Jäger teilweise.
So. Blödes Mistviech. Zack, dann wird's für dich auch ein bisschen schwieriger zu töten. Nochmal so am Rande, da ist er. Ja, der macht's mit Crow falsch. Leider Gottes macht er es mit Crow falsch. Mach einfach weiter. Lauf einfach weiter. So. Der Support macht's, glaube ich, sogar relativ okay. Okay. Habe ich ihn erwischt? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Absolut falsch machen's Support. Der Trapper und der Medic. Die machen's absolut falsch. Die haben absolut die falschen Bonnie. Die müssten beide komplett blau spielen. Beim Support kommt es halt darauf an, wie er den Support spielt. Okay, ja, auf Wiedersehen. Warum nehmt ihr Rot? Das verstehe ich ums Verrecken nicht. So, da drüben, die müsst ihr nehmen. Die hier. Die sind für euch wichtig. Mann, 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 ey. Gott, der Trapper kommt halt nicht hinterher. Weil er zu lahmarschig ist. Ja, das hatte ich befürchtet. Also im Normalfall ist das hier eine safe Map für die, Geh zurück! Der Trapper hat den gedoomt. Ist der denn behindert? Es ist so eine safe Map für die Jäger. Also normalerweise schafft es hier kein Monster, die Trapper zu besiegen. Nicht mehr der Behemoth. Nicht mehr der Eiszeit-Behemoth schafft das. Ja. Toll, super. Was macht ihr da, ey? Aber ganz ehrlich. Selten so eine Truppe gesehen. Ah, zack. Also, das ist super dämlich gespielt von allen. Und trotzdem sind wir gerade am Gewinn. Wir dealen im richtigen Damage. Echten Damage und das, obwohl der auf Stufe 3 ist. Ja. Ich meine, das Monster spielt auch nicht gut. Aber immer noch besser als wir, leider Gottes. Okay. Granate. Die ist wichtig. Ja, okay. Schade. Da hat er mich gut angesprungen. Also, das war definitiv, dämlich von ihm und dem Heiler. Warum habt ihr das gemacht? Das muss man mir jetzt noch erklären. Warum? Ich verstehe es nicht. Blue? Hallo? Wie konnte was jetzt spielen? Du F-Time? Ja, hast du.
Naja, gut. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Evolve Stage 2. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.